Hi, hier ist wieder der Markus aus der Zwergenfestung. Sorry für die etwas längere Auszeit. Heute möchte ich wieder starten, indem ich dir ein paar persönliche Spielfavoriten vorstelle. Falls du mal gerade keine Ahnung haben solltest, was du spielen sollst, habe ich gegebenenfalls ein paar nette Ideen für zahlreiche Gamingstunden. Los geht's in wenigen Sekunden. Die meisten Dwarf Fortress-Spieler werden vermutlich RimWorld kennen. Wer das Dwarf Fortress-ähnliche Spiel cool findet, wird sehr wahrscheinlich auch Gefallen an Clanfolk finden. Auf den ersten Blick scheint Clanfolk ein Klon von RimWorld zu sein. Das Spielprinzip ist auch recht ähnlich, aber es spielt sich doch etwas anders. Clanfolk spielt in den schottischen Highlands. Ohne Verpflegung beginnt vom ersten Tag an der erbitterte Kampf gegen die Elemente. Im Gegensatz zu RimWorld hast du hier keine zusammengewürfelte Crew, die auf einen Planeten abgestürzt ist, sondern eine Familie bestehend aus mehreren Generationen, von den Großeltern bis zum Neugeborenen. In allen vier Himmelsrichtungen gibt es andere Clans, mit denen du Handel treiben kannst und welche Arbeiter oder Reisende zu dir entsenden. Weitere Clanmitglieder bekommst du nicht etwa zufällig hinzu, sondern werden nur durch viele Transaktionen, Arbeit, Reputation und schlussendlich Heirat in die Familie aufgenommen. Und das am besten, bevor die Familie durch Altersschwäche oder durch Umwelteinflüsse verstirbt. Mit liebevoll gestalteten Grafiken baust du deine Siedlungen, deckst immer mehr Baumöglichkeiten auf und sorgst durch effizientes Zeit- und Ressourcenmanagement dafür, dass es allen Familienmitgliedern gut geht und es ihnen an nichts mangelt. Kampfauseinandersetzungen sind derzeit noch kein Bestandteil des Spiels. Clanfolk ist derzeit noch im Early Access, jedoch sind die grundsätzlichen Spielmechaniken alle vorhanden und bieten massig Spaß für viele Spielstunden. Gefechte sollen laut des 2-Mann-Entwicklerstudios aus Kanada, aber auch nach dem Early Access eine eher untergeordnete Rolle spielen. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Against the Storm wirkt auf den ersten Blick wie typische Echtzeitstrategie. Es ist allerdings eine strategische Städtebausimulation mit Fantasy-Setting. In unerbittlichen Wäldern baust du Siedlungen rund um deine Hauptstadt auf. Ja, richtig, Siedlungen, Plural. Denn auch wenn hier in der Übersichtskarte eine Ähnlichkeit zu RimWorld nicht ganz ausgeschlossen ist, ist es jedoch so, dass die einzelnen Siedlungen dank einer ungeduldigen Königin nur über eine begrenzte Zeit gespielt werden können. Während du den Wald mit seinen Ressourcen für dich nutzbar machst, hat die Königin während des Aufbaus einer Siedlung immer neue Aufgaben für dich. Mit der Erfüllung selbiger und mit dem Entsenden von Ressourcen senkst du die Ungeduld der Königin, welche auch ihr einzuhaltendes Maximum hat. Gleichzeitig deckst du Stück für Stück Lichtungen im Wald auf, die abhängig vom Typ auch ziemlich gefährliche Zusatzherausforderungen bereitstellen, die in einer vorgegebenen Zeit gelöst werden müssen, da sonst üble Konsequenzen drohen. Alles in allem hätte ich nicht gedacht, dass mich Against the Storm so dermaßen faszinieren und fesseln würde. Jede Menge Entscheidungen wie individuelle Baumöglichkeiten pro Siedlung, behalten oder entsenden, möglicher Handel und verschiedene Völker, Weiterentwicklung durch die Hauptstadt, verschiedene Biome mit ihren Eigenheiten und Wälder mit besonderen Eigenschaften machen das Spiel unglaublich vielseitig und versprechen hunderte Stunden Strategie. Um Strategie geht es auch bei Dice Legacy. Während vermutlich bei den meisten Spielen, die wir so kennen, ob es nun klassisches Dungeons & Dragons, Dwarf Fortress, Diablo oder was auch immer, viel um Zufall und damit Würfeln im Hintergrund ankommt, sind hier die Würfel selbst sozusagen die Protagonisten. Sie entscheiden über Ertrag und Ressourcen, über Kampf, Weiterentwicklung und Reproduktion. Die Würfel, die das Herzstück der aufzubauenden Siedlung sind und von denen du nur eine begrenzte Anzahl behalten kannst, sind empfindlich. Sie können einfrieren, verletzt oder zerstört werden.
Sie können in andere Würfel umgewandelt oder ihre Fähigkeiten aufgewertet werden. Es gibt Bauernwürfel, Bürgerwürfel, Soldatenwürfel, Händler und Mönchswürfel, deren Haltbarkeit stets im Blick behalten werden muss und sich durch erneutes Würfeln abnutzen. Anfangs zwar ein wenig tricky, wie man an den Aufbau rangehen soll, mit sehr vielen Einsatzmöglichkeiten, aber mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür, worauf es bei den Würfeln ankommt. Für mich auf jeden Fall ein guter Kandidat für eine Vorstellung, da man hier ein innovatives Spielprinzip verfolgt, welches mir vorher völlig unbekannt war und eher ein wenig an Brettspiele wie Siedler von Catan erinnert hat. Ein ganz anderes Genre bekommt man mit Nuita. Als eine begrenzt flugtaugliche Hexe, die sich durch eine hauptsächlich unterirdische Welt kämpft, kommt es vornehmlich auf Geschick und Reaktionsfähigkeit an. Hierbei handelt es sich aber nicht um ein typisches Jump'n'Run wie Mega Man, Metroid oder Super Mario, sonst würde ich es vermutlich nicht vorstellen. Du kämpfst dich durch eine prozedurale Welt, welche bei jedem Start etwas verändert wird. Das an sich spricht schon für viele Spielwiederholungen. Das Besondere ist allerdings, dass die gesamte Spielwelt aus vielen verschiedenen Materialien besteht. Jeder Pixel hat sein eigenes Material, welches fest, flüssig oder gasförmig sein kann, beziehungsweise kann zwischen diesen wechseln und jeder Pixel wird physikalisch simuliert. Ein Teil des finnischen 3-Mann-Entwicklerstudios ist Petri Puoho, welcher 2009 das innovative und spaßige Physik-Rätselspiel Crayon Physics Deluxe rausgebracht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser für die grandiosen Physikberechnungen verantwortlich gewesen ist, denn durch diese können sich durchaus interessante und planbare Kettenreaktionen ergeben. Durch einen Schuss wird eine Öllampe zerstört, dessen Funken entzünden eine Wanne aus Öl, die aufsteigende Hitze entzündet Holzbalken. Feuer wird nicht nur durch Wasser gelöscht, sondern Wasser verdampft, steigt auf, sorgt dafür, dass du im dichten Dampf schlecht atmen kannst, regnet beim Abkühlen aber wieder auf die Erde nieder. Toxischer Nebel entzündet sich, Ketten reißen, Fässer explodieren, Schnee schmilzt, Eis zerbricht und so weiter. Dein Cape kann sich derweil mit diversen Flüssigkeiten vollsaugen, was positive wie negative Effekte nach sich ziehen kann. Ebenso kannst du gefühlt fast alles essen bzw. trinken, was ebenso gut wie schlecht sein kann. Und unter all diesen Umwelteinflüssen kämpfst du mit deinem Zauberstab gegen die Dämonen der Unterwelt. Habe ich Zauberstab gesagt? Ich meine natürlich Zauberstäbe. Denn immer wieder findet man verschiedene Zauberstäbe mit unterschiedlichen Zaubern und Eigenschaften. Mehrfachschüsse, Zauber, die andere Zauber nach einer bestimmten Zeit auslösen, Modifikatoren, die Feuer oder Wasser hinter sich herziehen, die Geschosse leuchten lassen, den Aufprall in Explosionen verwandeln und so weiter. Diese Zauber können an bestimmten Ecken im Spiel gekauft, ausgetauscht und kombiniert werden, so dass sich am Ende unendlich viele Spielmöglichkeiten in verschiedenen Spielmodi ergeben. Ich erzähle eigentlich bereits viel zu viel, denn das Spiel lebt auch davon, die Möglichkeiten zu entdecken und auszuprobieren. Ich bin zwar selbst gefühlt ziemlich schlecht im Spiel und sterbe manchmal auf die unerwarteten Arten nach nur wenigen Minuten, aber gerade das macht es auch oft so lustig, dass ich schon wirklich viele Lacher beim Spielen hatte und es mit den teilweise nur kurzen Runden auch als ein Spiel für nur wenig Zeit zwischendurch sehr gut funktioniert. Das waren nun 4 recht unterschiedliche Highlights, die ich dir unbedingt mal zwischendurch vorstellen wollte. Dabei möchte ich auch nicht verheimlichen, dass sowohl Against the Storm als auch Dice Legacy Empfehlungen aus meiner Community gewesen sind. Vielen Dank, Akil! Kennst du die Games bereits oder planst sie mal anzutesten? Was spielst du derzeit so? Und hast du auch gerade coole Empfehlungen für mich? Lass uns gerne in den Kommentaren oder bei Discord darüber diskutieren. Wenn ich dir geholfen habe, lass mir gerne ein Like da und ein Abo, wenn ich dich auch weiterhin mit Empfehlungen oder Tipps versorgen darf. Bis zum nächsten Mal!